Gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. So, dann wollen wir mal willkommen zu einem kleinen Bonus-Part. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Wir lassen uns in ein anderes Haus einsortieren. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Das haben wir jetzt vor in diesem Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Nach Ende des Spiels. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Führe einen wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Definitiv. Du gehörst nach Slytherin. Oh, und eine Sache noch. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Jetzt können wir mal sehen, wie das in anderen Häusern aussieht. Ich bin Professor Weasley, sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht fleißig sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn? Auf zurück ins Spiel. Aspiration. Finde ich großartig. Versaut uns und das Ergebnis. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Auf den nächsten Gemeinschaftsraum. Da sind wir angekommen. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Willkommen in Hogwarts. Auftrag gestartet. Revelio! Jetzt müssen wir uns hier natürlich erstmal
in Ruhe umschauen. Ich habe die Betten in Slytherin-Farbe. Den Schreibtisch. Wir befinden uns natürlich in den Kerkern, bis sich für richtige Slytherins gehört. Die werden eingekerkert. Ich meine, das ist Slytherins das beste Haus, das ist das da hier. Hier die. Damit sie für sich unter sich bleiben können. Hier die anderen Häuser. Hier stehen Snacks rum. Da muss ich Geld klauen. Revelio. Ein Spiegel. Das wirkt doch schon viel mystischer. Viel geheimnisvoller. Kerkergebäude. Viertes Jahr haben wir hier. Revelio. Auch eine Nifflerfigur. Nüffler-Kuscheltier. Interessant. Das dritte Jahr. Das zweite Jahr. Rebellion. Den Gemeinschaftsraum finden. Ist auch nichts. Bei Jahr 1. Jahr 4. Jahr 5. Das ist unser Raum. Und das ist Jahr 6. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Und ja, sie müssen noch mal woanders. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Die neue Fünftklässlerin. Muss komisch sein. Das hilft gar nicht. Ja, in Hogwarts anfängt. Oh, hi Sebastian. Den kennen wir. Kann ich dir helfen? Hast du gesehen, wie sie am Ende der Einführung? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sello. Das war sehr gut. Willkommen bei Slytherin. Danke. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fake, der zufällig mitgekommen ist. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fake gut geht. Natürlich war es grauenvoll, aber auch ein Abenteuer. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Ehrlich gesagt, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Nur das werden wir. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Meinst du, manche Zaubersprüche werden in Hogwarts nicht gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. Ja. War schön, dich zu sehen. Viel Glück das heute. Das werden wir. Flashbacks. Darüber werden wir ein anderes Mal geredet haben. Melda und Omnis. Ach, Omnis. Fantastisch. Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Fig hereingestürmt ist.
Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Aha. Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Das hat schon was. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Gespräche, die man sonst nicht mitkriegt. Hat mich gefreut. Wenn man im anderen Haus ist. Hallo, Omnis. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Und du nicht? Ich meine, das wissen Meinte wir ja. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Ja, der Gemeinschaftsraum von Slytherin, der ist ja unter Wasser, der hat Fenster zumindest zum großen See hinaus. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ich glaube, hier gibt's Neuzugang aus der fünften Klasse hier. Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Ja, ja. Später. Erstmal müssen wir was ausprobieren. Ich glaube, es war dieses Fenster hier. Ein anderes Fenster. Ich habe da mal was in dem Video gesehen, dass man hier was Tolles triggern kann. Kleines Secret. Wo jetzt noch nicht. Schade. Also wir nehmen uns jetzt natürlich noch ordentlich Zeit und schauen uns hier noch um. Revelio. Im Gemeinschaftsraum. Alles sehr mystisch hier. Das sind dann wahrscheinlich die Jungschlafräume. Das sechste Lehrjahr. Ja.
Was sage ich? Rebellion. Nichts zu finden hier. Nummer 3. Bin zu verwöhnt aus Hufflepuff, wo es irgendwie jeden Raum was zu mieten gab. In Hufflepuff stehen auch mehr Waffen und Tötchen und so weiter rum. Mehr Pflanzen und so, das ist ja. Wo hier kalte Wände sind. Sind Rebellio. Hufflepuff. Ja, Pflanzen und. Aha, Stufe 3. Wow. Da bin ich noch nicht mal im aktuellen Spielstand. Weiß nicht, jetzt ob was. Ich spiele das ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich das schon geschafft. In der letzten im letzten Stream. Aha. Noch ein Teil des Gemeinschaftsraums. Ein paar Nüsse. Zauberschach. Äpfel und Nüsse. Ah, hier stehen noch Muffins rum. Ein paar kleine Tötchen. Ah, jetzt sind wir wieder hier, glaube ich. Angekommen, wo wir her waren. Dass ich den der ist hier schwer zu sagen. Jungs und Mädchen Räume. Ja, hier geht's zu Professor Weasley. Was treiben Guten Sie denn im Morgen. Gemeinschaftsraum? Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem davon, die nach Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfung entscheidet über Ihre Ruhe. Nach diversen Diskussionen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern... Ja, danke, ja. Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn... Folgen Sie mir und wir... Jo. Hier lang. Und hier haben wir die Haustour. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Wie ist sie in den Gemeinschaftsraum gekommen? Aufmerksamkeit für die Umgebungsschulen. Soweit wir wissen, ist... Professor Weasley Gryffindor. Hier haben wir den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Jetzt versuchen wir da mal reinzukommen. Hier werden wir tatsächlich mit Essig bespritzt. Stinkendem Essig. Und versuchen wir mal reinzugehen. Ich habe Buff. Besser. Finde ich gut. Bei Gryffindor, Ravenclaw und Slytherin passiert einfach nichts. Da können wir
da sagt die Dame einfach nichts, die Tür geht nicht auf oder der Vogel reagiert nicht. Ich habe mal wenigstens mal ein richtiges bespritzt. Ein Abwehrsystem. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Ganz genau. Jetzt versuchen wir nochmal Ravenclaw aus. Schauen uns mal den Gemeinschaftsraum an. Da waren wir noch nicht. Du gehörst nach Ravenclaw. Und eine Sache noch. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Ein Rätsel. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Oh, Hilfe. Deswegen bin ich nicht in Ravenclaw. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Was? Sehr gut. Nun, gut, dass ich es nicht lösen muss. Schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich käme nie rein in den Gemeinschaftsraum. Welchen Ravenclaw? Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. So, da haben wir den Gemeinschaftsraum, da haben wir die Schlafzimmer von Ravenclaw. Überall Bücher hier. Und wo in Ravenclaw die Bücher stehen, stehen Hufflepuff-Pflanzen und ja, Gebäck und Naschereien. Das ist hier ziemlich turmartig. Oh ja, hier ist schon der Gemeinschaftsraum. Ich guck mich hier noch mal ein bisschen rum. Das Ganze ist hier ziemlich turmartig aufgebaut. Hier ist eine Toilette. Das ist auch was Spezielles. Gab es in Slytherin auch noch nicht. Und in Hufflepuff auch nicht. Da muss ehrlich sein, den habe ich auch schon gesehen. Also bis auf den Slytherin-Gemeinschaftsraum habe ich eigentlich schon. Im Gryffindor-Gemeinschaftsraum waren wir schon. Da haben wir damals immer reingewacht. Im Hauptspiel. Sehen Sie sich nur Ihr Haar an, Ihre Haut. Was Sie auch tun, alle werden Ihr Geheimnis wollen. Herzlichen Dank für dieses Kompliment. So sieht das hier aus. Das ist hier ganz sachlich, ganz auf das irgendwie steriler als die beiden anderen Gemeinschaftsräume, die wir schon gesehen haben. Beziehungsweise die drei anderen Gemeinschaftsräume, die wir schon gesehen haben.
Hier, das war unser Raum, glaube ich. Ja, Nummer 5. Sind wir immer wieder zurückgegangen. Dann mal hoch in den Gemeinschaftsraum. Gleich wird's interessant. Großartig. Das ist auch nicht richtig. Wen haben wir denn hier? Samantha Dale. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine! Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Megapower-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Feig vom Megapower-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Feig ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Professor Feig weiß eine Menge über verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Ist es denn üblich, dass die Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja! Unsere Kräuterkundelehrerin Professor Garlick unterstützt das sehr. Und ich glaube, Professor Sharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Aha. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Die Interaktionen machen es auch spannend, hier mal die Gemeinschaftsrunde sich anzugucken. Hier haben wir den Amit. Ach, so soll das nicht. Auch schon kennengelernt. Ah, hallo. Willst du mal gucken? Kobaldugak. Sag ich nur. Bei Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arctur. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Shah ist unglaublich bewandert. Ich würde gern Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünftklässler. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Revelio. Ja. Gleich wird's interessant. Okay, Vollaufnahme können wir noch nicht aktivieren. Ja, da haben wir den Gemeinschaftsraum von Ravenclaw. Stell dich Everett vor. Aha. Machen wir das doch mal. Gleich wird's interessant. Ein Moment. Sieh mal. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Oh je. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja,
Was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am nächsten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ich bin gerne hier. Bereit für den Unterricht. Sehr gut, das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls Everett. Damit die Stinkbombe mir zugeordnet wird. Neuer Ravenclaw. Professor Weasley wartet draußen auf dich. Beeil dich lieber. Nein, erstaunlicherweise wartet sie drinnen auf uns. Das ist etwas merkwürdig. Spiel. Ach, hier haben wir noch ein siebtes Schuljahr. Stufe 2. Ich nehme auch nochmal einen Raum. Geht es noch weiter hoch? Das müssen wir nochmal erkunden. Schluss auf Stufe 1. Okay, das können wir nicht erkunden. Deprimierend. Hat auch was Bequemes. Ich finde natürlich den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum am bequemsten und am größten. Aber es ist da. Snowden finde ich ein bisschen unangenehm. Ich finde es so ein bisschen ein Kerker, so mit düsterem und. Ja, mysteriösem Licht. Das ist ja. Nee, das wäre nicht so meins. Würde ich mich am unwohlsten fühlen. Und den hier würde ich tatsächlich auf Platz 2 setzen. Da könnte ich vorstellen, wer auf Platz 3 ist. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Danke, Professor. Vielleicht da. Folgen Sie mir. Hier lang. Da geht's aus dem Gemeinschaftsraum aus. Und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Ganz schön neblig hier. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Revelio. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Kennen wir. Haben wir. Abenteuerlust? Ich würde sagen, dass ich vor nichts zurückschrecke. Oh, doch du hast ein tapferes Herz. Wahrhaft mutig. Und keine Angst vor dem Unbekannten. Du bist bereit, allein voranzugehen, wenn es sein muss. Vielleicht gehörst du nach Gryffindor. Sei es und zu guter Letzt Gryffindor. Schauen wir uns die Perspektive nochmal an. Oh, und ein... Sehr traurig. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor?
Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort? Die fette Dame. Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domum. Zutritt gewählt. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Sehr gern. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. So, damit willkommen zurück im Gryffindor Gemeinschaftsraum. Hier waren wir schon mal. Der ist auch bekannt. Oh, ein Niffler, Buschetier. Ist auch bekannt aus dem Harry Potter Film. Revelio. Täusche ich mich oder ist das das größte Schlafgemach, was wir haben? Da bin ich ja schon mal illegalerweise als Hufflepuff durchgelaufen. Aufgrund eines Bugs. Jetzt nochmal zum Gemeinschaftsraum. Jetzt nochmal aus der Perspektive ins Gryffindor. Ich denke, da geht's zum Gemeinschaftsraum. Da gibt's Toiletten. Schön immer spülen. Ob hier nicht ein Fliehsaftrand irgendwo rumsteht. Der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist wahrscheinlich der, der am wenigsten überrascht, wenn man es halt schon kennt. Haben wir ihn aus den Filmen schon irgendwie im Sneed. Trotzdem ist er auch neu aufgesetzt. Für das Spiel noch mal ein bisschen anders entwickelt. Aber von meinem Ranking, wie ich schon gesagt habe, noch vor dem Slytherin Gemeinschaftsraum. Also von der Spannenheit, von der Spannung her, also welche ich nicht am schönsten finde, würde ich Gryffindor auf den letzten Platz setzen. Da würde ich aber von dem, aus der Perspektive, wo ich am ehesten als Hogwarts-Schülerin wäre, würde ich schon sagen, Badewanne. Also allein deswegen, Badewanne. Also aus der Perspektive, also aus, wenn die Frage ist, welchen Gemeinschaftsraum wärst du am liebsten, dann ist halt Gryffindor schon auf Platz 3. Und Slytherin auf dem 4. So, wie kommen wir denn jetzt in den Gemeinschaftsraum? Hier vielleicht. Anfängt. Schluss auf Stufe 1.
hier ist nochmal ein Blick runter auf den Gemeinschaftsraum. Okay. Da balanciert gerade jemand auf dem Kamin. Auch nett. Jawohl, Cressida und Nelly. Vielleicht sollte ich. Nati können wir noch nicht sprechen. Etwas enttäuschend, aber ja. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ach dir. Ich sollte ihn nonverbal wirken. Ich habe meine Bücher in Vögel verwandelt in der Bibliothek. Hallo, willkommen in Gryffindor. Ich bin Cressida. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade noch so geschafft. Stimmt es, dass du Professor Figgs Schützling bist? So würde ich das nicht nennen. Ich habe aber kurz bei ihm studiert, bevor wir herkamen. Mist! Ich hatte gehofft, er hätte dir ein paar Tipps zum wortlosen Zaubern gegeben. Ist das das, was du da gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme. Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Es ist jemand hinter dir, der dir da vielleicht helfen kann. Keine Sorge. Du kriegst das schon hin. Oh, das hoffe ich. Wenn ich es schaffe, wird Professor Ronan sicher sehr beeindruckt sein. Ich versuche es einfach weiter. Ah ja, vielleicht kann dir ja irgendwer Fingerdeut in diesem Gemeinschaftsraum helfen, dabei nonverbale Zauber zu lernen. Vielleicht jemand, der aus einer anderen Schule kommt, in der das hauptsächlich praktiziert, oder du weißt schon, wird. Ist es wirklich so schwer, wortlos zu zaubern? Oh ja. Und wenn man es nicht richtig macht, kann das Ergebnis, nun ja, unangenehm sein. Ich habe mal versucht, Depulso wortlos auf einen Becher in der großen Halle zu wirken und schleuderte Professor Sharp damit seinen Yorkshire-Pudding ins Gesicht. Er war nicht begeistert. Können denn viele Schüler wortlos zaubern? Aber nein, in Hogwarts wird wortloses Zaubern erst in der 6. Klasse gelehrt. Mhm. Und selbst dann tun sich viele schwer damit. Ich versuche nur einen Schritt voraus zu sein. Tja, viel Glück damit. Hat mich gefreut, Cressida. Mich auch. Viel Spaß am ersten Tag. Die dunklen Seiten von Nazai Unai. Wie arrogant die da im Hocker sitzt und dem Train hier zuschaut. Es ist. Deswegen ist das gut, dass ich mir nochmal den Gemeinschaftsraum der Gryffindors angucke aus dieser Perspektive. Genau das, um sowas zu sehen, um halt Charakterzüge hier zu. Ich hoffe, diesmal erwischt sie ein Lehrer. Sie wird jedes Jahr mutiger. Okay, Nelly. Ich hoffe, diesmal erwischt sie ein Lehrer. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Ah ja. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxbeier. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Ja, ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Güte! Unglaublich! Wie aufregend und beängstigend. Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Gryffindor hat Aufmerksamkeit nötig? Naja. Was sind das denn für Gerüchte, die es über meine Reise damals nach Hogwarts gibt? Vielleicht.
dass du einem Drachenangriff 890. entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Ich nehme an, du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit 5 hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turm erklimmen, um unglaubliche Dinge zu sehen. Die meisten Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein! Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört. An Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im Gemeinschaftsraum. Oder wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Man weiß nie. Mach's gut. Gryffindor ist wahrscheinlich das Haus, wo die wenigsten hier im Spiel reingehen. Weil's halt... Bei den Sidequests, also es gibt 4 Sidequests, die sich von Haus zu Haus unterscheiden. Das zeige ich jetzt in diesem Let's Play nicht mehr. Es gibt also bei. Die interessanteste davon ist bei Hufflepuff, musste ich gerade mal nachdenken, wie das heißt. wo wir nach Azkaban gegangen sind. Also alle führen zu demselben Jackdaws Grab, so hieß das, glaube ich. Und bei Slytherin hatte man halt mit dem Hauselfen zu tun. Mit dem Hauselfen von Black, den sind wir auch schon begegnet. Als wir uns in Professor Black verwandelt haben und durch Hogwarts gelaufen sind. Mit dem Viehsaftstrank. Und der sagt einem dann, den trifft man dann und erledigt für den eine Kleinigkeit. Dann sagt der einem, was nun ist, gibt er ja die Information zu Jackdaws Grab. Als Ravenclaw findet man für Ollivander muss man dann eine Aufgabe erledigen als Ravenclaw. Und dann kriegt man da auf anderen Wegen die Informationen. Wahrscheinlich von Ollivander. Und als Gryffindor hier, da kriegt man vom Hausgeist, vom fast kopflosen Nick, wird man da hingeführt zu dem Grab. Trinkt. Na los. Willst du es nicht mal probieren? Hab ich selbst gebraut. Ach ja, den haben wir auch schon kennengelernt. Hallo, du bist die neue Fünftklässlerin. Freut mich, ich bin Gareth Weasley. Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Ja. Ein Freund von Professor Fig. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Grässlich, diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke, Gareth. Ich auch. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Ja, sie ist meine Tante. Muss schön sein, sie als Lehrerin zu haben. Tja, das sollte man meinen. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler, behält mich ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist es etwas erdrückend. Aber sie meint es gut und sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf. Trinkst du etwa Butterbier? Zum Frühstück? Oh nein, ich arbeite an einem Rezept, das mir im Sommer eingefallen ist. Es ist fast fertig. Einigen Versuchen zufolge braucht es noch etwas Arbeit. Das Brauen scheint dir Spaß zu machen. Darf ich annehmen, dass du ein Talent für Tränke aller Art hast? So wie ich das sehe, besteht kein grundlegender Unterschied beim Brauen zwischen modifiziertem Butterbier und einem Mega-Power-Trank. Aber ich bin nicht sicher, ob Professor Sharp die Verbindung sieht. Er schätzt meine Kreativität nicht so, wie man denken sollte. Hat mich gefreut, Gareth. Und danke, dass du mir von deiner Tante erzählt hast. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Viel Glück heute. Gryffindor Neuzugang. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Aha. Ich mache mal trotzdem noch eine Runde. Wir haben jetzt auch schon
das meiste entdeckt. Hier waren wir schon überall. Das fünfte Jahr. Erstmal Tee trinken. Das ist eine große Schlafsäle, wie man sie aus dem Film erkennt. Passen hier überhaupt alle hin? Wo sind die anderen Schlafräume? Hier haben wir noch einen. Vielleicht näher, das ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Leer, ja, schon ja. Mhm, hier sind welche. Aber eher die Jungs-Schlafräume. Für die Mädchen-Schlafräume sind. War das in den Büchern nicht so beschrieben, dass der Weg zum, das haben sie zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum so gemacht. War es nicht so beschrieben, dass man, dass der Weg hinauf zu den Gemeinschaftsräumen von, und zu den Schlafräumen von den von weiblichen Charakteren umständlich für Mädchen, dass da sich die Treppen nicht verwandeln und zu einer Rutsche werden. Dafür müssten wir jetzt eigentlich nochmal einen männlichen Charakter stellen, da mal Hufflepuff spielen, aber das ist halt jetzt, das muss jetzt nicht wirklich sein. Um dieses kleine Detail zu zeigen. Sehe ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt können wir auch hier hinaus, sondern von der fetten Dame auch hinausgelassen. Guten Morgen, sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? In der Falle. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Gut, ich würde mal sagen, jetzt haben wir noch mit mal. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben. Und sich genauer über die Zauberkunde den Ravenclaw und den Gryffindor-Gemeinschaftsraum gesehen. Hätte ich das euch nochmal gezeigt. Dazu musste ich übrigens den Prolog dreimal durchspielen. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Das hier aufzunehmen. Kommen Sie! War ein Stück Arbeit. Man kann nämlich nicht so ganz. Ein bisschen kann man schon skippen, aber Handbuch hat offenbar einige Informationen über das Gemälde des armen Berufio. Wirken Sie in Velio, dann sehen haben wir, was das schon hat gesammelt im Spiel. Wenn nicht, dann lesen wir es jetzt auch nicht. Da muss ich dann nochmal in meinem Hauptspielstand nachgucken. Im nächsten Stream. Der in den Parts schon war. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen.
Da habe ich euch jetzt nochmal die drei anderen Perspektiven gezeigt von dieser Sache, von den Gemeinschaftsräumen. Ich glaube, so können wir das, diese Let's Play gut abrunden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play auf diesem Kanal wieder. Ich hoffe, euch hat Hogwarts Legacy gefallen. Lasst den Daumen nach oben da, sollte das der Fall gewesen sein. Und ja, ein Abo, Glocke aktivieren. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und welches Haus ihr gewählt habt. Falls ihr es mir noch nicht geschrieben habt. In den unzähligen Parts, die hier vor diesem kamen. Und habt dann vor allem noch einen tollen Tag. Einen sehr magischen Tag. Und viel Spaß vielleicht beim selber spielen. Man sieht sich. Bis dann und ciao.